Hallo und herzlich willkommen bei Bernie's World. Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bernie und Momo reden nur Müll. Mein ehrenwerter Name ist Momoli und das ist Dr. Franz. Heute werden wir euch entertainen. So, zeig mir her, was du da wieder mitgenommen hast. Ich habe hier meine Lieblingshandschuhe dabei. Sag mal, wie viele Unzen haben die denn? Wir haben 14 Unzen, damit du nicht rumholst. Ich habe auch 10, 12 und 14. Ich habe aber keine dabei. Aber das Ding ist, Leute, das sind von Green Hill an jedem Boxer Kampfsportliebhaber. Green Hill sind die besten Boxhandschuhe fürs Boxen. Kriegst du da auch, hast du einen Rabattcode? Nee, habe ich nicht. Nicht? Nee. Mit dem Code Momoli kriegt ihr gar nichts, ihr Pisser. Kriegt ihr gar nichts, da zahlt ihr drauf. Da zahlt ihr noch drauf. Was wollte ich denn sagen? Ja, das Ding ist, ich habe meine Boxhandschuhe nicht mitgebracht, weil Momo ist ja ein Boxer und ich bin ja Sportler, ein bisschen Kampfsport und so. Und wenn ich jetzt Momo auf meinem Channel noch bloßstelle und ihn zusammenschlage. Das stimmt wirklich. Dann kann der Junge ja gar nicht mehr vor die Tür gehen. Das wollen wir nicht. Das ist Rufmord. Das wollen wir nicht. Nee. Außerdem kommst du ja sowieso nicht an ihn ran, weil der Mann ist 2 Meter groß und hat einen Arm, der ist 2,6 Meter, glaube ich. So ein langer Mensch. Guck mal, der ist schon fast vor der Kamera. Also wir machen Rücken, glaube ich. Rücken habe ich schon gestern trainiert, Bruder. Du musst halt was anderes machen. Ach, schön. Weißt du, sag heute Morgen, sage ich noch zu ihm, wir machen Rückentraining, sagt er gar nicht. Ich habe gestern trainiert, wirklich. Ja, und sagt er jetzt, wo er ankommt, sagt er, ich habe gestern Rücken trainiert. Real Talk, wir machen heute Wurst. Brust habe ich auch erst verpasst. Und dann, wenn wir Brust gemacht haben, boxen wir. Mal gucken, ob du dich noch bewegen kannst. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja, müssen wir mal gucken, wir machen ein bisschen Freestyle-Training. Er hat trainiert bestimmt ein bisschen was und ich trainiere irgendwas anderes. Gucken wir mal. Ihr fragt ja immer ganz, ganz oft auf Instagram, wie ich immer ganz, ganz viele Fragen für einen Pump, Sachen, die gut für einen Pump sind. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sachen, die gut für einen Pump sind. Dann müsst ihr auch immer schauen, wollt ihr was mit Stims und Koffein oder ohne? Der Momo hat mal den T1-Virus dabei, der übrigens zum besten Booster gekrönt worden ist. Und genau. Was sagt uns das? Der Momo hat immer das Beste vom Besten. Der Momo hat immer das Beste vom Besten. Hat er recht. Lange Rede, kurzer Sinn. Genau. Du nimmst heute dein. Er haut sich den T1-Virus rein mit Stims und Koffein. Ja. Ne? Dazu nehme ich noch. Genau. Und viele haben immer, dann ist ganz oft die Frage, wo ist der Unterschied? Stims. Koffein, Pumpbooster, also Booster, reiner Pumpbooster, ohne Stims und ohne Koffein. Ich werde den heute nehmen. So, Momo hat noch sein Citrullin dabei und sein Kreatin. Das hast du hier überall auch ein bisschen mit drin. Ne, das ist entweder oder. Dann zeig doch mal den Turm, Alter. Was ja, ich zeig euch noch mal eine gute Pump-Kombi. Eine Überdosis-Kombi. Nein, das ist nicht alles. Also im Prinzip könnte man sich entweder den reinhauen. Das ist einer meiner Lieblingspumpbooster, auch überhaupt mit Glycerin. Ja, und da hast du auch das hier eigentlich alles drin. So, ne? Wenn ihr dann aber sagt, ich würde das alles gerne einzeln supplementieren und mir auch selber dosieren. Der hat mir bisher den allerbesten Pump gegeben. Dann die Kombination aus. Mal schauen hier. Kreatin, Arginin, Citrullin und Hydrozin. Ne? Das wäre eigentlich so die krasseste Pump-Kombi, die ihr nehmen könnt. Das würde dann aber reichen. Zusätzlich braucht ihr keinen T1-Virus oder kein Nitroglycerin. Der Nitroglycerin alleine reicht auch schon. Das ist wirklich einer meiner Favorites, ohne Scheiß, Leute. Der ist sehr, sehr gut. So, was nehmen wir heute? Ach so, nicht vergessen dazu immer meine Nahtdose. Da ist zwar auch Koffein mit drin, 160 Milligramm, das trage ich gerade zu. Aber ich bin nicht so der Stim-Fan, nicht so der Mega-Stim-Fan. An einem ganz, ganz schlechten Tag vielleicht mal ja. Da ist auch schon der Nächste. Morgen. Wie geht's? Richtig Gangster-Look heute. Einmal hier Support hier oder was dir los? So, Anton haben wir jetzt auch an den Start gekriegt. Ne? Bist du reingetanzt oder was? Ja, ich habe auch schon gesagt, ich habe mir um 12 den Wecker gestellt, habe einen Moonwalk gemacht, habe mich wieder hingelegt. So Leute, wir sind jetzt unten in der Crosstrack Arena, wie man sehen kann. Ich glaube, ihr kennt das hier schon. Anton macht sich gerade ein bisschen warm mit Klimmzügen. Momo kommt gleich runter, da wird er ein bisschen Seil springen, ein bisschen boxen, ein bisschen pratzen. Ganz entspannt. Ich werde auch zwischendrin mal ein paar Klimmzüge machen, ein bisschen trainieren. Ja. Da musst du ein bisschen wachsen, Junge. Musst du ein bisschen wachsen, komm. Das ist perfekt eigentlich eingestellt, Bernie.
Zeig, was du kannst. Hast du Rhythmus und Blut, kannst du es. Hast du nicht, dann kannst du es nicht. Aber du musst mir das auch erklären. Du kannst das, 100%. Probier, dann gucke ich mir das mal an. Ja, jetzt verstellt er sich hier, er lacht schon. Jetzt verstellt er sich nochmal vor der Kamera. Macht einen auf Amateur, jungfräulich, keine Ahnung. Warte. Bernhard, ich würde, wenn du das nicht kannst, ne? Ah, bitte, geht doch. Was sagst du zu Momo, den Angeber hier? Sag was, Anton, sag was. Sag was. Kleiner Angeber, ne? Du kleiner Angeber. Komm her. Geh, okay, mach dich breit, mach dich breit. Anton, nimm mal die Kamera, ich boxe für Bernhard hier. Gib mal her, hast du zwei Paar Boxhandschuhe dabei? Ja. Gib mal her ein paar. Kriegt er erstmal Schläge. Hier drinnen kannst du mir nicht das Wasser reichen. Mhm. Da musst du essen. Das sind immer die Halbstarken. Ist 1,90 Meter, wiegt 99 Kilo. Denkt der Arnold, macht Sparring mit 70 Kilo Leute, die ihn jedes Mal hier durchgehauen haben, was ich gesehen habe. Ist das von Madame? Ja, Mann. Madame? Von Madame, ne? Madame oder Jean-Claude Madame? Ehrlich, Momo Wester, Mann. Leute, Momo braucht einen eigenen Channel. Lass doch ausgezogen. Komm doch vielleicht gleich ein paar Schwule für dich. Ein paar Schwule? Ja. Nee, lass mal, Dicker. Warum denn? Nichts gegen Schwule, aber ich bin nicht schwul. Das weißt du nur noch nicht, Junge. Nee, Dicker. Du weißt das nicht. Ich auch schöne bildhübsche Frauen. Naja. Mit ein paar leckeren Kurven. Nicht Männer, also doch nicht. Männer? Ja. Ich glaube, die stehen eher auf dich. Du bist ja, die stehen auf mich, ja, aber du stehst ja auf die. Nee. Meinst du nicht? Nee, echt nicht. Ich glaube, du weißt das nur noch nicht gerade. Ich weiß das zu 100%. Ich glaube, du weißt das noch nicht. Ich bin anti, immun. Nee. War doch 100%. Ich glaube nicht. Willst du mir wetten? So, jetzt habe ich ihn heiß gemacht. Jetzt macht er mir nach und zieht sich oben rum aus. Komm. Du kleiner Ladyboy. Los. Zeig, was du kannst. Ah, jetzt sind wir mal gespannt. Momo, was machst du, wenn du jetzt in den Club gehst und die Leute sagen, nee, du kommst ja nicht rein? Du kommst hier nicht rein. Türsteher. Türsteher, ja. Aber warte, warte. Drei Stück. Drei Türsteher? Ja. Die drei. Alle drei zusammen. Alle drei sind Türsteher. Alles drei sind Türsteher. Gibst du denen erstmal den gibst du den Kick? Ali. Ja. Toni. Ja. Und Samt. Einfach Samt. Ali, Toni, Samt. Ich geh rein. Was machst du mit dir? Schwarze Haare, Mann. Komm schon nicht rein. Komm schon nicht rein, ja. Drei Möglichkeiten gibt's. Du verpisst dich und hast einen schlechten Arm, der ist gelaufen. Oder? Du markierst dein Revier und dann lass dich das nächste Mal so oder so rein. Aha. Was du willst, sind jetzt drei und ich bin alleine. Ich bin ja da, ich halte nur die Kamera, aber ich helfe dir doch. Eigentlich fängt man ja immer vom Außen an, ja. Aber der ist gerade so schön. Ja? Ja? Da geht's ganz einfach. Was machst du denn da? Komm ich nicht rein, warum? Warum komm ich nicht rein? Warum kommst du nicht rein? Ich will nicht so weg. Er sagt, du bist hässlich, sagt er. Dann dreh ich mich weg. Ja, aber er sagt, du bist hässlich, ne? Ich bin hässlich, ich hab mal runtergeladen. Ja. Dann dreh ich mich kurz zur Seite, ja. Dass er keinen Verdacht schützt. Ja. In dem Moment spanne ich meine Hand hier so richtig an, oder? Ja. Der knallt. Ja. In dem Moment, die beiden erschrecken sich. Der geht nach hinten. Ja. Der geht auch nach hinten. Jawohl. Dann kommt er auf mich zu. Der ist wieder aufgespannt. So. Und dann? Komm ich immer kostenlos rein. Guck, meinst du? Und eine Flasche gratis noch, ne? 100%. Sehr gut. Sehr gut. Gut, genau. Mach mal ein bisschen was hier. Silberhaken. Bisschen. Gut. Oh,
Da lacht er, Geile Sau. Nur einer postet hier im Studio. Das gefällt mir. Nur einer postet. Wie findest du solche Leute, die sich im Studio einfach mal nackig machen? Immer amüsant. Echt? Belästigt dich das nicht? Ja. Na, dann hast du aber noch Glück gehabt. Motiviert dich das oder belästigt dich das? Ich finde es eine Motivation zur Zielsetzung. Echt? Der Wert ist stark, ne? Da kann man auch ganz klar erkennen, der gute Mann hat ein Barbosa-Shirt an. Ja, der weiß, was gut ist. Also, der weiß, was gut ist. Gibt's noch mal kurzes Posing ohne Pump. Geil. Geil. Sexy Boy. California Dream Boy. Oh. Der hat Hausverbot und der auch. Beide Hausverbot. Wie ist das Essen hier, Jungs? Gut? Beste, ne? Döner. Wie geht's? Aber alles gibt's hier. Spezielles Krieg. Was habt ihr euch bestellt, Jungs? Wir haben so riesige Platte bestellt, da sechs Leute, die vorgehen. Muss sein, sehr gut. Meint ihr, wollt ihr auch eine Platte essen? Überlegen. Gut, bei dir, Hassan? Ja, muss. Arbeiten ist immer gut. Arbeit macht frei, habe ich mal gehört. Ja. Ne? Das ist voll. Oh. Ist das alles für dich alleine oder für die ganze Familie auch? Für dich und mich, das reicht. Warte, Hassan. Mach mal hoch nochmal. Was ist da los? Das ist. Wie viel Kilo? Ja, so ungefähr. Ja, so ungefähr. So, einfach so auf die Schnelle, glaube ich, haut sich jeder nur einen Döner rein. Ich weiß nicht, ob Momo noch was danach nimmt. Ich habe mit Mais und Schafskäse. Momo hat ohne Tomaten, ohne Zwiebeln, glaube ich, ne? Ja. Anton auch. Ich habe nur Eisbergsalat. Anton nur mit Eisbergsalat. Das Ding ist vom Salat und der Bizeps. Habe ich auch gehört. So. Ja. Guten Appetit. Guten Appetit.